Es ist Sonntag, meine Dudes, und mit diesen Worten begrüße ich euch wieder bei Minecraft Hardcore. Es sind ein paar Sachen passiert. Ich habe unter anderem zwischen den Streams festgestellt, dass wir da drüben jetzt ein Bienennest haben. Die spawnen ja manchmal, wenn man Bäume pflanzt, beziehungsweise ich glaube, wenn an den Stämmen der Bäume, beziehungsweise an den Stämmen der zukünftigen Bäume, also neben den Setzlingen, wenn da Blumen sind. Sick Touch. Oh, aber. Okay, die Biene hat noch. Die Bienen haben noch keine neuen Texturen. Total Bee Location. Weil da ganz viele Bienen drin waren. Und ich habe die Verzauberung, die wir noch haben wollten. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich hatte eigentlich erst gedacht, ich muss mit zwei Looting 2 Büchern arbeiten. Aber dann habe ich doch Looting 3 auf einem Buch gekriegt. So, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Bienennest mache, aber das lage ich mal ein, bevor die Bienen sich noch irgendwie verletzen. So, das heißt, das machen wir mal gerade. Und ich habe eine Kiste bereit gemacht, denn ich habe ein Design gefunden für eine Eisengolem-Farm, die relativ kompakt ist. Also das normale Design ist 5x5. Ich mache es tatsächlich 9x9, weil ich im Prinzip vier davon auf einmal baue. Die funktioniert zwar nur tagsüber, weil sie keinen Zombie hat, aber ich habe noch nie eine Eisenfarm mit Zombie gebaut. Ich finde das tatsächlich ein bisschen überflüssig. Also mir reicht es, wenn ich die Villager irgendwie an den Ort des Geschehens bringen muss. Da muss ich nicht auch noch den Ärger haben, das mit dem Zombie zu tun. Und danach müssen wir unbedingt wieder Getreide ernten. Ich glaube, am besten ist es, wenn ich, als abgesehen davon, dass ich einmal hier die Schulkerbox hinstelle, die Scheren hätte ich gar nicht mitnehmen müssen. Wenn ich hier die Bäume wegmache, ich meine, das Holz brauchen wir unter Umständen eh. Und dann hier auf dem Berg die direkt mache. Also komm, wir machen hier eine Fackel rein. Und die werden sehr nicht drankommen. Die ganzen Betten, die sind für Villager. Die sollen da oben wohnen. Und dann über sich die Golems spawnen. So, ich würde sagen, ein Stack brauchen wir noch. Ich habe das Material habe ich ursprünglich nur für eine 5x5 Gebiet gemacht. Für 9x9 brauchen wir natürlich ein bisschen mehr. Kann ich hier drauf? Nein, natürlich nicht. Hier. So, mal ganz kurz gucken. Hier werfe ich einen rein, hier werfe ich einen rein, hier werfe ich einen rein. Und hier auch. Und dann müsste theoretisch gleich ganz unten vier von den Dingern sein. Hi, Arcanab. Was? Das gibt's doch nicht. Jetzt will er selber reingehen. Jetzt mache ich ihn wieder. So, hoch mit dir. So, nehmt die Brote bitte. Und sie paaren sich schon. Sehr gut. Jetzt kommt ihr bitte mal da raus, damit ich das letzte Bett platzieren kann. Dann hier.
Jetzt muss nur noch ich hier raus. Weil, bei aller Liebe, ich leiste euch jetzt nicht für die Ewigkeit Gesellschaft. Und sobald hier... sobald hier 5 Villager drin sind, müsste das hier losgehen. So, der Hopper hier bringt zwar noch nichts, aber theoretisch können wir das bis da oben hinführen. Und da das hier keine vollen Blöcke sind, spawnt hier auch, sollte hier kein Golem drauf spawnen. Was ich überlegt habe, was wir auch noch machen könnten heute, wäre die 2 Ozeanmonumente zu raiden, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Ich meine, wir haben zwar keinen Dreizack und... Na gut, Respiration haben wir jetzt. Wir haben eine Conduit, die wir nehmen können. Zusammen mit einem Block TNT, den wir als Block nehmen können, damit wir die draufsetzen können. Das Ding mit den Ozeanmonumenten ist, ich meine, ich habe eine Conduit. Das heißt, wenn ich es schaffe, das da drin zu platzieren, kann ich da drin atmen. Und dann können wir uns auch wirklich Zeit lassen. Nur ich habe halt meistens, gerade in der Hardcore-Welt, auch meistens gerne einen Beacon da. Ich meine, es ist eigentlich auch ziemlich overpowered. Also eigentlich müssten wir es hinkriegen. Ich meine, das Schwierige an Ozeanmonumenten ist halt wirklich, du kannst nichts bauen. Draußen sind meistens ziemlich viele von den Guardians. Da muss man relativ schnell sein. Aber gut, wir brauchen halt wirklich keine Potions oder so. Wir müssen halt gucken, dass wir auf den Elytra halt, dass wir den gleich umswitchen auf die normale Rüstung. So, einfach nur die Sichtlinie unterbrechen. Geschafft. So, und schon können wir unbegrenzt atmen. Mit den Türen können wir halt die Bewegungen der Guardians kontrollieren. So, der erste Elder Guardian ist besiegt. Da ist noch... Warte, ist das schon... What? What? Sind hier ernsthaft... Das ist nicht am Anfang, ne? Hier sind einfach schon 3 Schwammräume. Genau, da ist noch einer. Moment, haben wir hier ernsthaft... Wie viele Schwammräume haben wir jetzt? Weil entweder zähle ich welche doppelt oder das ist der 4. schon. Und eigentlich meine ich, es kann nur 3 geben pro Monument. So, hier ist das Ding in der Mitte. Stimmt, Prismarine hat noch keine... Und hat zum Teil noch keine neuen Texturen. Hier. Und hier. Es waren tatsächlich 4 Schwammräume. Ich dachte eigentlich, es ging nur 3. Und ich war eigentlich schon froh, wenn meine Monumente mal 1 hatten. So, vielleicht können wir auch schon gucken, ob die Farm schon funktioniert. Wobei ich glaube, so schnell wird das nicht gehen. Ich meine, ihre volle Geschwindigkeit wird es wahrscheinlich erst im nächsten Stream erreichen. Ich meine, mit den 5 Villagern sind es, glaube ich, 300, wird, glaube ich, mit 350 Eisen pro Stunde gerechnet. Wobei ich glaube, der rechnet auch damit, dass man schläft, weil die Farm ja nur tagsüber funktioniert. Aber wenn ich da das Vierfache an Villagern habe, dürfte natürlich auch umso mehr... Oh, es funktioniert schon. Das ist doch nice. Ist die Farm denn in einem Spawn-Schranke? Ja. Deswegen. Ich meine, das Weltspawn ist zwar eigentlich da, aber ich habe es hier bei 0-0 gebaut. So, was war das jetzt für eine schwere Geburt? Aber zumindest ist 0-0 jetzt auf der Karte dokumentiert. Und ich glaube, das reicht auch für heute. Wir sind jetzt schon wieder 2,5 Stunden dran. Ich danke euch fürs Dabeisein und
für die coolen Gespräche im Chat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann entweder nächsten Sonntag oder bei einer anderen Welt wieder. Und damit sind wir wieder zurück in der Hardcore-Welt mit dem Unterschied, dass jetzt eine Eisenfarm im Hintergrund läuft. Die werden wir spätestens am Ende mal besuchen. Dürfte sie auch hoffentlich ihr volles Potenzial erreicht haben. Das Ding ist, was auf jeden Fall groß anstehen würde, wäre, aber das wird dauern, River-Skelett-Farm. Aber für die brauchen wir River-Rosen. Und River-Rosen kriegen wir nur, wenn der River etwas tötet. Wir brauchen nämlich so mindestens 300 von den Rosen. Andere Sache ist die, ich habe mir vorhin die Festung, die wir angesehen, es gibt einen Ort dort, der sich eignen würde für eine River-Skelett-Farm. Und der ist direkt am Blaze-Spawner. Das heißt, wenn, müsste ich eigentlich die Blaze-Farm zuerst bauen, die dann später beim Bau der River-Skelett-Farm berücksichtigen kann. So, Licht im Gehege können wir abhaken. Die Hühner in der Mine haben wir, da müssen wir zwischendurch mal hingehen. Eine Eierfarm wäre an sich schon sehr cool. Die Frage ist, wo baut man sowas hin? Ich meine, das Ding wäre winzig. Theoretisch können wir es überall bauen. Hier, das müssen wir auch dringend machen. Das sieht jetzt so schlimm aus inzwischen und ich habe es die ganze Zeit so gelassen. So. Beleuchtung für die Straßen hätte ich halt auch noch gerne. Das Ding ist, es müsste halt auch für die Hühnerfarm ein Ort sein, wo wir uns viel aufhalten. Spawn-Chunks würde, glaube ich, auch gehen. Das Problem ist, im Spawn-Chunk zählen sie halt auch für das Mob-Cap, was passive Mobs angeht. Das heißt, wenn wir dann, es könnte, glaube ich, damit dadurch passieren, wenn wir andere Gebiete erforschen, dass da keine passiven Mobs mehr spawnen, weil das Cap halt voll ist. Und das Problem hätten wir halt nicht, wenn die Sachen hier sind, weil wenn wir andere Bereiche erkunden, ist der Teil hier nicht geladen. Ach ja, unser Höllenschaf ist übrigens wieder zurück durchs Portal gelaufen. Ich war gespannt, wie lange das noch hin und her läuft. Nicht übel. Okay, ich würde sagen, hier ist Party. Also dieses Video braucht vielleicht eine Triggerwarnung. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das fremdwort. Es gibt auf jeden Fall eine Angst, eine Phobie, wo Leute von Enten beobachtet werden. Ich weiß nicht, ob das auch für Hühner gilt oder ob das vielleicht dann wieder ein anderes Fremdwort ist. Komm, ihr sollt hier rein. Kommt zu mir. Hallo. Zumindest ich kann nicht wie bei Piglins einfach das Ding da hinschmeißen. Aber ihr verliert jetzt schon eure Eier. Das ist ja ganz allerliebst. Das soll's, ich habe Hühner auch schon an den seltsamsten Orten brüten sehen. Also meine Familie hatte tatsächlich eine ganze Zeit lang Zierhühner. Und irgendwann wir hatten so einen Schnellkomposter. Dann habe ich den aufgemacht, oder ich weiß nicht, ob ich das war oder meine Mutter. Und dann saß da auf einmal eins von den Hühnern drin und hat da drin einfach sich ein Nest gebaut, weil es halt schön warm war da drin. Und wir haben uns halt die ganze Zeit gewundert, wohin dieses Huhn immer verschwindet. Bin echt mal gespannt, wie das aussieht, wenn nicht nur HD-Texturen hier drauf sind, sondern auch noch Connected Textures, dass die praktisch so ein bisschen ineinander übergehen. So, dann fehlt nur noch Orange, glaube ich. Und dafür müssen wir unter Umständen nochmal gelbe Farbe holen. Magenta Dye. Okay, wenn es wenigstens einer von diesen großen Blumen gewesen wäre, hätte man die mal holen können. So, komm raus aus der Grube. Ich mache hier eine Straße. Ich habe zwar Skrupel, die Lamas zu töten, aber
Das gilt nicht für dich. Raus da. Willst du, dass ich sauer werde? Dachte ich mir doch. Ich habe jetzt leider kein Ei zur Hand, sonst würde ich ihn damit bewerfen. Ah, doch, passt. Das ist jetzt ein cooler Effekt. Die Sonne fällt jetzt so da hinten durch, dass wir hier. Sowas finde ich immer gut. Sowas sollte Minecraft von sich aus haben. Und nein, Minecraft RTX zählt nicht, weil das gibt es nur für Bedrock. Das Ding ist, ich meine, wenn ich bei 24 Einheiten pro Feld ausgehe und ich habe 9 Felder da unten, käme ich auf 216 Entities, die da auf jeden Fall sein könnten. Das Ding ist, ich glaube aber, wenn es mehrere Blöcke sind, dann wird das nicht so sauber angewandt, weil sich die Einheiten dann ständig zwischen den Blöcken bewegen und versuchen halt Platz zu finden, wo sie stehen können. Also es könnte effektiv dann bei so einer Konstellation doch mehr sein. Komm, geh wieder zu deinen Eltern und Geschwistern und Elterngeschwistern. Ich habe irgendwie bei euch so meine Zweifel, dass man das so sauber trennen kann. Komm, ja. Also sie laufen aber irgendwie, als wäre es einprogrammiert, dass sie wieder zurück zu den Eltern wollen. Ich meine, würde Sinn ergeben, wenn man das für Hühner so gemacht habe, weil Küken prägen sich ja praktisch auf das erste Tier oder auch auf den ersten Menschen, den sie sehen und folgen dem dann. Das haben wir tatsächlich mal mit einer Laufente machen müssen. Also neben den Zierhühnern hatten wir halt auch Laufenten. Und dann hatten wir ein Küken, was dann aber unser Huhn ausgebrütet hat. Und das Huhn war dann effektiv die Ziehmama vom Küken. Es war ganz süß, als das Entchen dann gemerkt hat, dass es schwimmen kann und vielleicht gar kein Huhn ist. So, das ist die Sache hier. Das ist die Kreuzung, die einzige, die wir hier in dieser Festung haben. Das wäre der Punkt, wo man eine Farm machen würde. Und bis hier würde es schon mindestens gehen. Deswegen müsste man jetzt mal gucken. Erstmal mit den Glowstones die Geschichte hier spawnproofen. So, die Frage ist, ist es damit jetzt vorerst spawnproof, weil ich fände es ganz cool, wenn ich jetzt nicht ständig beschossen werden würde. Augen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, es muss sogar noch ein bisschen mehr sein. Ich denke, ich mache hier auf jeden Fall Glas an allen Seiten. Auch an den Seiten, wo jetzt erstmal nur nichts drüber, also nur Netherrack ist. Falls man später drankommt, an einer der anderen Seiten, wüsste man jedenfalls sofort, was hier ist. Und einmal hier. So, und dann sind wir eigentlich fertig damit. Ich meine, das sieht jetzt natürlich nice aus. Ist halt schade, dass wir jetzt nicht so einen guten Blick da drauf haben. Hier. So, und den Rest vom Platz können wir theoretisch dann nutzen. Ich meine, notfalls müssen wir halt den Eingang für den Raum da unten verlegen.
Aber wenn ich im Prinzip mal schaue, wir haben hier den mittleren Block, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, die Plattform würde hier enden. Das Ding ist, die Spawn-Plattform, danach kommen irgendwie noch 5 Blöcke, wo aber Carpet drauf soll, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was die bringen sollen, weil wenn Carpet drauf ist, spawnt ja nichts drauf. Und notfalls müsste ich das halt auf der Seite dann einfach weglassen. Aber wenn ich jetzt hier... Ja, 24 Blaze Rods direkt erstmal. So, und wie gesagt, von der River Farm, dafür bräuchten wir auf jeden Fall sowieso mindestens erstmal River Rosen. Das heißt, einen River müssen wir auf jeden Fall so erfarmen und beschwören. Das könnte noch lustig werden. Ich habe vielleicht 2 River-Skelette bis jetzt gesehen. Wölfe bräuchten wir theoretisch für die Farm auch, allerdings nur, wenn wir sie AFK-tauglich machen wollen. Nur ich habe auch noch, glaube ich, noch keinen einzigen Wolf auf dieser Map gesehen. Egal, ich würde sagen, darüber zerbreche ich mir beim nächsten Mal den Kopf. Ich danke euch fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Stream wieder. Bis dahin. Okay, es ist wieder Sonntag und heute werden wir ein neues Projekt, das heißt ein neues Projekt. Wir werden mit etwas anfangen, was wahrscheinlich ein paar Streams dauern wird. Und zwar, ich muss mal gucken, habe ich sie in der Schulker, nicht in der, habe ich sie in der Chest drin? Genau, ich habe schon mal eine Schulkerbox voller Stein bereitgelegt. Und ich habe auch noch eine ganze Doppelchest voll beim Steingenerator. Und dann können wir nämlich anfangen, den Nether zu slabben. Und damit dann hoffentlich auch unsere Chancen auf Wither-Skelette erhöhen. Beziehungsweise auf Mob-Spawns an den Orten, wo wir sie haben wollen. Wir können es nicht perfekt machen. Allein schon dadurch, dass wir halt die Portale noch nicht endgültig gelöst haben beim Spawn. Und ich halt von da aus dann auch den Übergang zur Festung haben will. Mal kurz gucken, wie sieht es hier aus. Das habe ich, glaube ich, während meiner AFK-Geschichten schon gemacht. Ich lege mal tatsächlich die Samen hier rein. Okay, wir haben einen Feuerschutztrank, falls wir in die Lava fallen. So, sowas hier ist schon mal gut geeignet für den Anfang.